Das frage ich mich auch. Durchaus. Das frage ich mich auch. Ja. Die gucken sich das gegenseitig so ab, weißt du? So in etwa weiß ich wirklich nicht. Ich denke das aber ungefähr, dass die halt, ja. Ich weiß nicht wirklich, was die da machen. Das ist eine sehr interessante Frage. Aber ich muss sagen, heutzutage, wo so viel digital ist und viele Politiker jetzt auch auf Twitter zu finden sind, auf Facebook, haben sie einfach die Chance, noch mal mehr Informationen zu sammeln, was tatsächlich die Menschen bewegt. Eigentlich müssen die mitkriegen. Ne? Müssen die mitkriegen, weil man hört ja und man sieht ja. Möglicherweise auch von Leuten, die sie ansprechen. Von Lobbyisten oder so? Ja, das habe ich mich auch schon mal gefragt, aber ich denke, wenn jetzt im Bundestag jetzt auch Direktmandaten da sind, die jeweils von einem bestimmten, sag ich mal, Bezirk gewählt sind, dass sie dadurch vielleicht eher die Probleme der Bürger in diesem Fall in einem Bezirk wissen und das dann mit in den Bundestag einbringen. Verschiedene Parteien haben ja verschiedene zum Beispiel Programme und ja, wenn man da eigentlich auf die Menschen hört, was sie sagen, dann wählen die Leute die Parteien auch nicht. Deswegen denke ich, dass sie schon irgendwelche Umfragen oder so durchführen. Dir fehlt einfach die Nähe zum Volk. Dem muss irgendjemand einfach mal klipp und klar die Meinung sagen. Da sollen sie sich mal mit einem Handwerker, mit einem Müllmann, mit einem LKW-Fahrer, Altenpflege, mit denen einfach mal in Verbindung setzen, quatschen und dann schauen, was dabei rumkommt. Gibt es wahrscheinlich verschiedene Methoden. Also entweder fragt man dann die Leute, die direkt bei einem im Büro arbeiten, beziehungsweise die einen wählen, oder man macht eine Art der Bürgerbefragung. Gibt es garantiert verschiedene Instrumente, wie man möglichst nah an die Leute rankommen kann? Das wird ihnen vorgegeben durch die Verwaltung. Also ich glaube, es muss von den Bürgern selber kommen, wenn sie wirklich wollen, dass es einen Wechsel gibt, oder wenn ihnen ein Thema wirklich krass am Herzen liegt, dann müssen sie auf jeden Fall das aussprechen, weil sonst die Politiker ja gar nicht damit in Berührung kommen.